Das ist ein Gegner. Oh, das ist Dynamit. So, Takedown. Danke. Was können wir hier machen? Nehmen. John zieht Schlüssel, Fundobjekt. Okay. So, einfach alle mit der Pistole ausgerostet. Die haben sowieso keinen Skill, die anderen hier. Was ist das für eine Treppe? So, man hört sie schon. Ja. Mach den Klebeverband ab. Es tut so weh. Oh nein. Was ist das für sinnlose Treppen hier? Die führen irgendwie ins Nichts. Was haben wir denn hier noch so? Hier ist nochmal Pistol Money, eine komische Bibel, die kein Schwein braucht. Von deren Sektenreligion hier. Kaka, Kaka, ich bin's. Der Paradiesvogel, Hudson. Ich komme vom Hudson River. Ah. Kaka, Kaka. Ich kann da irgendwas lesen. Verlorener Schlüssel. Hat jemand den Schlüssel für den Waffenschrank gesehen? Ich habe mich den ganzen Tag um die Neuankömmlinge gekümmert und ihn irgendwo verloren. Ich will auf keinen Fall, dass John das herauskriegt. Falls mir einer von euch einen Streich spielt, dann soll er ihn sofort damit aufhören. TJ. So, durch den lustigen Schlüssel von John Seed können wir jetzt hier rein. Nehme ich mir mal einen Revolver, weil der macht ein bisschen mehr Damage hier. So, hier kriege ich eine Weste. Was ist das für ein Waffenlager? Das ist ja armselig. Mal wieder aufs Wurfmesser. Kaka, Kaka! Achso, jetzt komme ich von hier. Alright. Na, dann mal rein da. Cutscene. Oh. Dieses komische Betäubungsgas. Du bist der Jähzorn. Entkomm aus dem Bunker. Du bist der Jähzorn. Abgeschlossen. Paum, paum, paum. Ich kriege irgendwie dauernd Damage von diesem scheiß Gas, was hier ausströmt. Weiß ich mich mal lieber. Was steht da? In the end you will thank us. Nein, das glaube ich nicht. Headshot. Okay. Muni hätte ich noch ganz gut. Oh, ich muss hier raus. Oh, oh Gott, ich sehe gar nichts. Alter. Nein, schnell, heil dich. Alter. Nein! Yo, wie viele? Wie viele war denn das? Ich habe doch gar keine Waffen hier, oder nicht? Ich habe doch hier gar keine Waffen. Oh, hier ist ein Medikit. So, Headshot. Ist auch nochmal ein Medikit.
Bringt mir bloß nichts, wenn da jetzt gerade 3000 Typen auf mich zukommen. Ist ja ein bisschen krass. Vor allem, das hat auch so übergeblendet. Ich weiß gar nicht, wo ich stellen sollte. So, ich heile mich jetzt einfach mal. Weil ich habe ja genug. Alter! Meine Sünde verzehrt, mach dich blind gegenüber dem Land, das du verursacht. Sie gestattet dir Menschenleben einfach zu löschen. Hast du überhaupt jemals über das... Ich komme aus dem Gebiet. Das kann ja ewig dauern. Ja, das ist aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Ich kann da was lesen, aber er geht hoch. Okay, mach mal so. Ich habe mal wieder ordentliche Waffen hier, ey. Das ist die Macht des Ja. Bin ich denn hier überhaupt? Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Na, mach mal. Ich verpiss mich jetzt erstmal. Frisch deinen Jähzorn in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. Die Beichte abgeschlossen. Ach ja, was soll ich dazu sagen? Nicht viel auf jeden Fall. So, ich bin jetzt irgendwo ganz im Süden. Und wollte eigentlich mit euch in dieser Aufnahme mehr Hauptmission machen, aber... ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich fast 2 Stunden aufgenommen. Echt, also vielleicht effektiv 1:40 Stunden. Das ist doch echt peinlich, also ganz ehrlich, das kann es ja nicht sein. Also. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hope County ist völlig im Eimer und du sehnst dich noch schön. Ich würde jetzt überlegen, zeige ich euch noch eine kleine Mission, aber ganz ehrlich, ihr habt dort eigentlich nur Kleinkram gesehen, das brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Alter, verpiss dich. Yo. So, darf ich das bitte alles wieder haben? Hat er das jetzt schon automatisch wieder drin? Nee, warum? Nimm doch einfach die Waffen, ey. Oh. So. Die machst du bitte dahin. Mann. So, genau, die ist so mit Charlie. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt natürlich wieder ein Flugzeug, weil die irgendwie alle richtig Nazis sind hier in dem Spiel. Sie beschießen sich ja gegenseitig. Na, geht ja. Gut, Freunde, hier ist einfach jeden Tag nur die Hölle los. Du kommst hier zu nichts. Ich würde sagen, ich bin euer Tiber, beende an dieser Stelle erstmal die Aufnahme. Und ja, dann wird in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall hier rangeklotzt, was so Hauptaufgaben angeht. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Eigentlich wollte ich ja, da bin ich ja dann irgendwo gelandet, für die Frau hier aus der Bar den Witwenmacher holen. Diesen geilen LKW, sehe ich jetzt gerade. Da wäre ich ja dann irgendwo ganz woanders gewesen. Da. Oder schaffe ich das jetzt noch? Ich habe irgendwie Lust, das zu machen. Schaut mal, Leute, hier, so, machen wir mal, reisen wir dahin. Ich will hier wenigstens überhaupt noch was machen in dieser Aufnahme. Auch wenn es natürlich jetzt nicht die Mega-Hauptmission ist, sondern ja auch nur
von dieser Dame. Aber gut, die spielt ja auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Kennen wir auch aus den Trailern und aus dem Intro. Von daher, der reiche den Getreideheber. So, hier bin ich auch in einem Außenposten, den ich schon eingenommen habe, der echt riesig war. So, hier können wir noch eine Nebenaufgabe machen. Hier sind wieder irgendwelche Leute. Vielleicht müssen wir auch einfach mal ein Auto kaufen und dann damit immer nur durch die Gegend fahren. Die Sekte hält den Witwenmacher beim Getreideheber versteckt. Du wirst da bestimmt auf Peggys treffen, also sei vorsichtig. Ja, genau. Wie gesagt, muss ich das Ding ja entführen. Ich glaube, das mache ich in Zukunft einfach mal so. Weil sonst kommst du ja gar nicht mehr zur Runde. Ach, Dago! Die kann ich anheuern. Du hast da eben für uns den Ausschlag gegeben. Danke, dass du dich um kann ich mir irgendwie Autos... Alter. Autos kaufen? Nee, ne? So ein ATV-Dings gibt's hier nicht, ne? Nee. Nee, nur Waffen-Dings. Naja, gut. Kann ich den einfach nehmen? Denken wir schon, oder? Stell dich ja nicht. So. Bin ich auch ein bisschen schneller da. Und wie gesagt, ich glaube, dann ist es einfach besser, denn in der anderen. Oder in den näheren Aufnahmen. In den neuen Aufnahmen. Einfach immer mit so einem krassen Auto und MG unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, auf für lange Sicht einfach sinnvoller. So, hier war ich auch schon mal. Hier ist nämlich auch ein Außenposten, glaube ich sogar, den man noch irgendwie einnehmen muss. Sloth. Sloth. Keine Ahnung. So, dann kann ja meine Sniper hier jetzt erstmal zum Einsatz kommen. Meine neu selbstgemachte. Sehe schon mal eine Menge Gegner. Da muss ich hingelangen. Okay. Alter, sind die viele. So, machen wir ein bisschen Action, Freunde. Machen wir ein bisschen Action, wa? Oder? Weil die gerade so schön an der Tonne da standen. Headshot. Nice, das klappt ja wunderbar. Wir haben die Ernte begonnen. Die Vorbereitung. Unser Leben während des Kollaps. So. Da ist jemand. Ich werfe mal einen Stein. So, Pistole ist auf Kurzdistanz besser. Kann ich durch den Zaun ballern? Yo. Ich finde es so doof, dass man keinen Zaun aufschneiden kann. Aber hier ist ein Tor. Okay. Hier soll ich ja irgendwie rein. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Ich kann es aufsprengen, das weiß ich. Ich lese erstmal. Das Lagerhaus muss verschlossen bleiben und der Zugang ist beschränkt. Wer unbedingt rein muss, kann sich den Schlüssel im Werkstattzelt holen. Aber klärt das bitte vorher mit dem Täufer. Wir können uns bezüglich des Witwenmachers keine Nachlässigkeit erlauben. Finde den Schlüssel zum Lagerhaus. Ja, im Werkzeuglager. Okay, kommt er zu mir? Was zum Teufel? Wow. Lol, hat er mich instant gesehen. So. Was? Ich dachte, die macht dir mehr Schaden. Stirb. Nein, ich habe immer noch ein Wurfmesser drin. Okay, nochmal Granaten bitte. So. So, Freunde, wisst ihr? Man kann das auch nicht. Ah, ich habe hier. Doch, kann ich herstellen. Man kann es nämlich auch so machen. Und offen. So, jetzt die ganze Schose. Können wir die ganze Schose hier nämlich klemmen? So sieht es nämlich aus. Ach, voll dumm, dass man hier auch nicht rein und raus kann. Hier hockt einer hinter. Hallo! Voll lustig, wie er mich sieht durch die Tür. So, dann fahre ich mal ganz entspannt hier raus. Mit dem Brummi. Tschüss. So, den bringe ich mal eben wieder zurück. Sind das Gegner hier? Boah, der kann schießen, der Truck. Alter!
Yo. Geil. Hab ich gesehen. Alter, die gehen ja gut ab, du. Ist ja geil, so ein LKW-Truck mit Kanonen. Mal was Neues. War alles zermetzelt. Das ist doch mal eine Mission nach meinem Geschmack, Freunde. So. Boah. Fahrerflucht-Kills. Hier vorne geht's noch mehr ab. Jo, einfach alles zerlegt, Junge. Geil. Man kann die nicht so richtig steuern, die Schüsse. Er schießt halt immer nur in einer Höhe. So, gib mal ein bisschen Gas hier. Schieße auf das Schloss. Was? Mission in der Nähe. Achso. Boom! So wird's gemacht. So, ich hab unplattbare Reifen, die gerne überall rüberfahren. Boah, Alter. Das war ja so klar. Ich weiß nicht, wie ich das höher mache. Das MG, ich kann irgendwie nur auf den Boden schießen. Oh, wollte ich nicht. Das wollte ich machen. So, ist halt echt ein bisschen Glück mit dem Heli. Oh. Nein. So ein Riesentruck, aber du kannst keinen Strommast hier aus Holz zerdeppern. Ist auch richtig klar. Wo kann man denn den Winkel da von dem Ding nicht einstellen? Die ganzen Reher hier, ey. Oh nein, ich habe eins erwischt. Und zwei. Tschüss. Boah. Der Heli macht mir zu schaffen, glaube ich. Weiß nicht, wie ich den wegkriege. LKW auch geplättet. Euch auch, ihr Penner. So. Alter, wie lange ich aber auch fahren muss. Na komm. Nice, läuft. Boah, so ein komisches Buggy, was wollt ihr denn? Kühe, Achtung! Jo, den Bär mitgenommen. War ich ein bisschen zu langsam. So. Jawohl. Immer munter weiter. Eine ist noch. Eine Straßensperre. Na komm. Ja, der Heli. Mit runter. Wie auch immer. Wie auch immer ich das gemacht habe. So meine ich das. Klar, Lady. Ich höre noch einen Heli. 700 Meter noch. Eieiei. Hier ist nochmal eine Mission. Das interessiert mich jetzt aber gar nicht. Das war so lustig, wie dann immer nur dieses eine Wort da steht. Bringe, finde, suche. So, wir haben es gleich geschafft. Oh, nice. Cool. Hier kann ich ja bestimmt auch fahren. Wer bist du hier? Bestimmt der Papst oder so. Parke den Filmmacher. So, ein bisschen Tempo drosseln. Ja, ganz entspannt.
So, geschafft. Boah. Alle nur heile. Das Ding ist unkaputtbar. Hast ihn doch nicht verkratzt, oder? Muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirklich Erinnerungen. Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Gut. Ja, wenn ich den Witwenmacher fahren kann, dann wechsel auf jeden Fall auch tun. In Läden freigeschaltet und 600 Widerstandspunkte erhalten. Nice. Sehr, sehr cool. Ich glaube, mit der letzten Stufe kann ich dann auch John irgendwie herausfordern, oder? Kann das sein? Das wäre irgendwie lustig. Und nice, weil der mir tierisch auf den Sack geht. So, Freunde, das war's erstmal von dieser Aufnahme. Ich bin's, euer Tiber, und sage adiau, ciao. Ich bin leider wirklich nicht so viel dazu gekommen, zu Dingen, die ich eigentlich machen wollte. Sprich, weiteren Hauptaufgaben. Aber ihr habt ja gesehen, es ist irgendwie immer die Hölle los. Manchmal ist es ja auch cool, weil es oh, hier noch da, noch und hier wieder Gefechte und das Gameplay, dieses wie der Shooter sich spielt, wie er sich anfühlt, das macht auch einfach mega Bock, das kann man nicht anders sagen, das ist super hochwertig. Aber dann, wisst ihr, wie ich das meine, dieses pff, dass ständig irgendwas dazwischen kommt und nicht mal in Ruhe einfach durch die Gegend streifen kannst und mal sagen so, okay, jetzt mal zu der Mission, ich mache jetzt mal die. So, jetzt haben wir es hier schon wieder, das ist halt einfach nervig. Also, naja. Gut, Freunde, ich bin's, euer Tiber. Ich sag adiau, ciao. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Far Cry 5. Bis dahin. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Hau, 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 hau.